Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Mangokid und das ist der zweite Teil des Bildtagebuchs zu meinem Okkultisten, den ich euch ja schon im ersten Teil logischerweise vorgestellt habe. Ja, ich bin jetzt mittlerweile im Endgame angekommen und habe auch meinen ersten Uber-Elder diese League gekillt und der Charakter ist jetzt soweit abgeschlossen und steht mehr oder weniger in seinem finalen Setup. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere Sache, die man machen kann. Ich bin jetzt Level 93, vielleicht sind nur noch zwei Level drin, um nochmal ein zusätzliches Jewel zu holen oder irgendwie sowas in der Art. Aber eigentlich ist der Charakter, ich habe Urelder gekillt, also er ist für alles gut, was man in diesem Spiel machen kann. Und ihr seht ja auch schon im Hintergrund, ich bin total zufrieden mit dem Charakter. Er hat sowohl eine sehr, oder ja, nicht eine sehr gute, aber eine ziemlich gute, einen ziemlich guten Map-Clear-Speed, aber ein umso angenehmeres Boss-Killing-Potenzial. Ja, also genauso wie ich es mir vorgestellt habe, der Charakter ist super stark, macht richtig Laune und funktioniert einfach sehr gut. Das, was ich halt initial nicht gedacht habe, ist, dass Bane wirklich so gut funktioniert, wie es funktioniert. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich Blight mit Cast While Channeling und dann Soren spiele. Einfach aus dem Grund, dass Soren alleine in der Theorie viel, viel mehr Damage natürlich macht. Aber auch so machen wir jetzt extrem viel Damage. Es reicht für Uber-Elder. Man kann bestimmt noch ein bisschen was rausholen. Aber eigentlich ist das nicht wirklich nötig. Ja, die defensiven Eigenschaften des Charakters sind absolut enorm, meiner Meinung nach. Und das Einzige, was wir halt wirklich brauchen, und das Einzige, was auch wirklich das Defensive an dem Charakter ist, ist natürlich der hohe Energy Shield Pool und die Regeneration, die halt der Okkultist mitbringt. Das reicht aus, um One-Shots auszuhalten, kurz irgendwie wegzugehen, zu warten, bis das Energy Shield Recharge wieder anfängt und dann steht man schon wieder mit vollem Energy Shield vorm Gegner und hat halt wieder diesen Puffer aufgebaut. Das ist super gut zum Bosse farmen, aber auch natürlich auch zum Mappen und für mich ein sehr, sehr angenehmer Spielstil. Seit dem letzten Mal hat sich natürlich an dem Gear auch ein bisschen was verbessert und das möchte ich euch jetzt mal eben zeigen. So, da sind wir. Hallo liebe Leute. Genau, wir wollen nochmal kurz über das Gear drüber gehen und ich will euch nochmal zeigen, was ich ganz genau verbessert habe, um jetzt den Stand zu erreichen, den ich jetzt halt habe. Genau, den Bogen, den kennt ihr schon, das ist immer noch der gleiche Bogen wie aus dem letzten Video, nur habe ich jetzt halt hier Multiple Crafted Modifiers drauf und zwar plus 2 Support Gem, Cast Speed zusammen mit Arcane Surge und Non-Ailment Chaos Damage Overtime Multiplier. Genau, die ganzen Crafts sind jetzt halt drauf. Es fehlt noch ein Suffix. Ich kann mich noch nicht so hundertprozentig entscheiden und das ist auch eine Sache, die ich nämlich noch ausprobieren möchte. Ich will immer noch den Trigger Socketed Gems Craft ausprobieren, aber ich will mir den Bogen dieser Form nicht damit versauen, falls das doch keine gute Idee ist. Deswegen werde ich das irgendwie anders testen. Und dann gegebenenfalls den Bogen hinzufügen, wenn das denn eine gute Sache sein sollte. Im Moment spiele ich ja Blight mit Cast While Channeling, wo ist es? Da. Und Sorrent. Und die Idee wäre an der Stelle eben Essence Drain hier reinzupacken. Essence Drain spiele ich im Moment noch überhaupt gar nicht. Ist halt auch ein Chaos Skill und ein Damage Over Time Skill. Deswegen funktioniert das in diesem ganzen Setup total gut. Also ich könnte einfach Sorrent durch Essence Drain ersetzen und dann würde es schon funktionieren, auch mit Cast While Channeling. Aber man würde halt Essence Drain einfach triggern und diesen Sixing, den man jetzt hier hat, in die Brust packen und Bane dann eben nicht mehr in der Brust spielen, sondern irgendwie anders als Vierlink und hätte dann eben nochmal Essence Drain mit einem super starken Sixlink als komplett zusätzliche Option und als komplett zusätzlicher Damage-Skill. Also das wären nochmal um die 300.000, 400.000 DPS, die da oben drauf kommen würden. Genau, ist eine Sache, die möchte ich gerne noch testen.
Aber habe ich halt noch nicht gemacht, weil es reicht auch so. Also man muss es nicht machen. Das Setup, was wir jetzt hier haben, reicht für Uber-Elder vollkommen aus. Genau, der Bogen ist super stark. Habe ich euch gerade schon gezeigt. Ansonsten habe ich eine neue Brust, ziemlich viel Energy Shield, fast 700. Diese Bases mit drei weißen Sockeln und 30% Quality, die gibt es einigermaßen dafür, dass die so gut sind, einigermaßen günstig zu kaufen. Das liegt halt an dem Split-Rezept durch die Beasts. Das heißt, die Leute, die diese Dinger verkaufen, die haben halt eine Base-Chest und craften die magisch oder rare, machen dann das Split-Rezept und haben dann halt zwei von diesen Rüstungen und verkaufen die halt entsprechend günstig. So in Anführungszeichen. Normalerweise, wenn es dieses Rezept nicht geben würde, wären diese Rüstungen, glaube ich, sehr viel teurer. Genau, dann habe ich noch einen neuen Hubris Circle, 281 Energy Shields, auch jetzt nicht ultra viel, aber der ist okay. Da haben wir noch einen Soul Ring mit Hinder Craft drauf. Das merkt man nicht wirklich, also den Enchant, den braucht ihr überhaupt nicht. Ja, und ansonsten nochmal ein Amulett mit Resis und sehr viel Energy Shield auch drauf, 50 Max und den 19er Craft. Das ist so ziemlich das meiste, was man kriegen kann. Also es gibt noch ein Tier höher, glaube ich, und dann hat man nochmal, also bei dem Prozent Increased Maximum Energy Shield, hat man nochmal ein paar Prozentchen mehr, aber das macht nicht so viel aus. Und dann habe ich noch einen neuen Guatelizis-Ring. Da könnt ihr auch mal nach Ausschau halten. Das ist halt der Modifier aus dem Tempel. Und der gibt euch sowohl Flat Energy Shield mit einem ziemlich hohen Roll, als auch Increased Maximum Energy Shield. Und danach könnt ihr auch auf Trade suchen. Einfach Ring eingeben, also Type Ring und dann als Modifier Increased Maximum Energy Shield. Und dann findet ihr schon alle Ringe, die diesen Mod auch haben. Ihr müsst das als expliziten Mod eingeben, weil es gibt halt auch einen impliziten, wenn ihr Ringe corruptet und den wollt ihr nicht, sondern ihr wollt diesen Guatelizis Mod. Ist ein super starker Ring, beziehungsweise auch, also der Mod ist super stark auf Ringen und deswegen schaut danach, dass ihr das kriegt. Das ist einfach super gut auf Ringen. Der Rest hat sich, glaube ich, nicht wirklich verändert. Es sind immer noch Bated Breath, immer noch einigermaßen gute Schuhe mit Resis, immer noch Vixens Entrapment. Auch das Setup da drin ist ähnlich, also weiterhin Enfeeble und Despair drin. Empower habe ich hier drin, um es mitzuleveln. Das gibt denen zwar auch nochmal plus ein Level, aber das ist eigentlich irrelevant. Und ich habe noch eine Frostwall in meinem Setup mit drin. Vor allem gegen Porcupines, die waren dann doch in Maps irgendwann ziemlich nervig. Deswegen, genau, einfach mal eine Frostwall stellen, gerade an so Chokepoints. Wir selber können immer noch durchschießen, aber Porcupine-Explosionen zum Beispiel kommen nicht mehr durch. Und das fand ich eigentlich ganz praktisch. Ich habe ansonsten noch in meinem Flame Dash jetzt Faster Casting. 2120er, habe ich ein bisschen Glück gehabt, mit drin und Arcane Surge auf Level 5. Flame Dash kostet 35 Mana. Ich könnte sogar noch ein bisschen höher leveln, aber das ist eigentlich auch egal. Und dadurch habe ich jetzt einen extrem schnellen Flame Dash. Das macht auch nochmal einiges so an Clear Speed aus und dann, also es fühlt sich einfach viel, viel besser an. Genau, und das ist eigentlich der Charakter. Ich stecke euch wieder den Path of Building Link unten rein. Und das soll es dann jetzt auch schon gewesen sein. Wünsche euch einen schönen Tag, habt Spaß, vielleicht wenn ihr den Charakter nachspielt oder generell bei Path of Exile sowieso. Es gibt so viele schöne neue Builds und neue Sachen, die man machen kann, diese League. Also haut rein. Und eine kleine Sache, ist euch aufgefallen, ich habe ein neues Mikrofon. Wenn ihr Bock habt, kommentiert mal, ob sich der Sound irgendwie für euch besser anhört, schlechter, wie auch immer. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da einen Kommentar zu da lasst. Ich versuche auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen die Stream und vor allem auch also die Videoqualität und natürlich die Streamqualität ein bisschen zu erhöhen und würde mich über Kommentare freuen. Also, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.